Ja, willkommen Leute zu einer weiteren Runde FC Bayern gegen den TSG Hoffenheim. Alles findet statt in der Allianz Arena, also ein Heimspiel für Bayern München. Ja, Manuel Neuer im Tor. War ja auch keine Überraschung. Er ist eigentlich immer dabei, bis er verletzt ist. Solange haben wir ihn drin. Der Leiter der Partie ist der Heimo Wasserschneider als Schiedsrichter. Ja, Spiel wird auch sofort beginnen. Und ja, die Hoffenheimer am Anstoß. Apropos Hoffenheim, hoffen wir mal, dass alles gut geht, da ich ja die Bayern spiele. Ich hoffe mal, dass das alles so klappen wird, wie ich mir das denke. So. Jetzt haben wir, hey. Das war ein Foul, ne? Wir machen jetzt erstmal einen ordentlichen Abstoß. So, Alaba legt sich den Ball hin und will da klar nach vorne schießen. Und zwar schießen wir etwas weiter nach vorne. Ja, das war zu weit. Ja, der Hoffenheimer Torwart hat ihn noch gehalten. War auch kein Kunststück. Den, glaube ich, hätte jeder gehalten. Und ach, der war knapp. Aber Bayern holt ihn sich wieder. Und Philipp Lahm besticht da ein. Na, kriegen die ihn noch? Wo ist Müller hin da? Jawohl, und hat deine Müller und schafft das und das ist das Tor für Thomas Müller, schießt das erste 1:0 für die Bayern. Leute, das ist das Hammer-Tor wieder gewesen. Typisch, wer auch immer sollte das Tor schießen, Thomas Müller. Ja, wir zeigen das nochmal in einer ganz anderen Perspektive. Vielleicht nochmal hinter der Torkamera. Wie ihr sehen könnt, super durch die Beine des Torwarts. Das ist wahnsinnig genial gemacht von Thomas Müller. Er ist ja ein Stürmer wie kein anderer, vor allen Dingen auch fürs deutsche Team. Er spielt auch in der Nationalmannschaft mit. So, wir schauen jetzt erstmal. Schon ist er wieder am Ball, der Thomas Müller. Der mischt sich überall ein. Ups. Los, Philipp Lahm. Er versucht nachher reinzugrätschen. Na, bloß nicht faulen. Den kriegen wir noch einen Elfer nachher. Das war kein Foul. Ach, nützt er das doch als Foul. Okay. Sollten die den Freistoß mal ausführen. Ja, Stadion, wie gesagt, ausverkauft. Keine Karten mehr möglich gewesen. Somit haben wir ein volles Stadion und da FC Bayern ein Heimspiel hat. Oha. Der war aber knapp. Ja, das hat er doch gut hingekriegt. Rüber, der läuft unten, jawohl. Und jetzt kommt Lewandowski, schafft er das. Und schießt. Ah, Außennetz. Aber Lewandowski gut gemacht. Wir zeigen das nochmal in einer anderen Perspektive. Der Schuss ging knapp daneben. Ich glaube, Lewandowski ist heute nicht so gut bei der Sache. Irgendwas macht ihn wahrscheinlich stutzig, dass er nicht ganz so gut trifft. Aber hoffen wir das Beste, dass es noch wird im Spiel. Diesmal ist es gar nicht so leicht, die Leute zu schlagen. So, das schafft er wohl. Und Müller nimmt die mit. Müller nimmt die mit. Müller nimmt die mit und schießt. Müller schießt nein. Ah. Der hat ihn ins Eck gedonnert, ins Ausgeschossen. Somit bekommen wir einen Eckball. Ja, Thomas, hast gut gemacht. So, ihr seht das nochmal, die Wiederholung. Das war durch die Beine einmal das Tor. Sehr gut gemacht. Ja, Fabio Alonso mit dem Eckball von Bayern. Und Müller kommt da nicht ganz hin. Aber halt, jetzt muss ein Robben auch mit zurück. Jawohl, aber den kriegt er nicht mehr. Also somit für Hoffenheim ist Einwurf. Oh Möller, was schießt du denn da?
Abseits. Hat er richtig erkannt. Abseitsfalle. Vielleicht kann die Kamera das einspielen, genau. Damit steht ein Abseits, ist da ein Meter. Hat er gut gesehen, der Linienrichter. So, also zumindest. Ah, der war viel zu hart. Der war viel zu hart. Damit kann er den nicht gefährlich kommen, den Torwart. So, Thomas Müller, deine Chance. Ein Robben vielleicht, dass er sich da einmischt. Ist eigentlich sein Mann. Ja, das war Philipp Lahm, der super mitackert. Thiago wollte ihn haben. Hat ihn nicht bekommen. Ja, ist nicht ganz so einfach. So, jetzt nochmal rüber. Und ab zur Mitte hin. Und ja, die Hoffenheimer, die spielen echt nicht schlecht. Da kann man nicht mehr gern. So, ab mit nach hinten. Auch wenn es schwierig wird. Vielleicht sollten die das mal von der... Genau, von unten versuchen. Und runterschießen. Und mal er läuft. Ein Robben ist mit. Ein Robben ist mit. Ja, das ist nicht so einfach. So. Das war knapp, Leute. Das war knapp. Sorry. Erste Halbzeit ist da. 45 Minuten sind rum. Ich weiß nicht, ob ich Bayern jetzt mal auswechseln soll, weil 0:0 erste Halbzeit. Ihr seht jetzt nochmal... Ausschnitte, obwohl ich die einfach weitermache. Wir werden jetzt einfach mal die Bayern einen Auswechsel vornehmen. Wir setzen erstmal den Ribéry auf die Stelle von Bernard, auf der linken Seite drüben. Und wir wechseln einmal den Pizarro aus gegen den, ja, wir nehmen einfach mal Lewandowski raus. Okay, wir können noch einen dritten auswechseln. Den nehmen wir noch als, wen nehmen wir dann noch? Rafinha nehmen wir rein für Benatia. Den tauschen wir aus, okay. So, zweite Halbzeit, weiter geht's. Einmal seht ihr noch die Auswechslung. Ich glaube, da sind alle Bayern auch mit zufrieden. So, Bayern hat wieder Anschluss der zweiten Halbzeit. Und ich hoffe mal, dass heute noch ein paar Tore fließen werden. Na, was macht er denn da? Hallo? Fabio Alonso, was war das? Ja, Einwurf für Bayern. Hey. Der war aber für die Bayern, Leute. Ja, das macht ihr doch ganz gut. Und das wird eine Torschance werden. Ah, warum schießt er nicht weiter? Ja, das bringt euch auch nichts, ins Auszuschießen. So. War zwar so kein harter Ball, aber... Gut gemacht, Thomas Müller, bloß nach hinten wieder laufen. So, 1:0 ist ein bisschen wenig. Die Bayern müssen mehr machen. So. Und Lewandowski läuft. Schafft er nicht. Weil der hat nämlich voll die Power, glaube ich. So, jetzt kommt erstmal Thiago mit dem Einwurf. Und er macht einen weiten Einwurf. Zumindest bis dahin, wo Müller steht. Das ist halt, ist er schon mal lang. Und, ach. Hey Leute, los. Ran, passt auf, passt auf. Jawohl. Und Thomas Müller. Ah, Thomas Müller, er wollte gerade schießen. So, Flanke von hier an Thomas Müller rüber. Und... Der war knapp. Jetzt alle mit nach hinten, Leute. So, Franck Ribéry, er läuft, er läuft. Ja, schlechte Abgabe. Somit, oh, der ist noch nicht mal am Aus. Müssen wir aufpassen, dass Hoffenheim da nicht noch Tor draus macht. Philipp Lahm, alle sind hinten. Ribéry ist auch hinten. Wunderbar. Gutes Zuspiel und einmal nach vorne. Und jetzt Lauf.
und bretter ihn rein, Freund. Ach, und Nachschuss. Jawohl. Da war das 2:0, Leute. Habt ihr es gesehen? Pizarro mit seinem ersten Treffer. Jawohl. Hat sich gelohnt, ihn auszuwechseln. Für mich einzuwechseln. Claudio Pizarro mit dem 2:0 für die Bayern. Leute, was kann jetzt noch schief gehen? Ein super Tor. Claudio Pizarro. So. Jetzt haben wir 2:0. Bayern führt. Und TSG Hoffenheim 0 Punkte. Das heißt 0 Tore. 70. Minute. Ich gehe mal davon aus, dass die Bayern gewinnen werden. Schief gehen kann jetzt eigentlich nichts mehr. Hoffe ich mal. So. Das hat Hoffenheim nicht ganz so gepasst, glaube ich. Ups. So, Bayern, lasst euch jetzt nicht den Ball wegnehmen hier. Genau, und weiter zur Mitte. Ah, der war gut, der war nicht so gut. Aber Robben ist auch dabei. So, er läuft mit, er läuft mit und er läuft mit und er läuft mit und jawohl, und jetzt. Müller schafft es, Müller schafft es. Schießt zu spät. Ach, Müller, Mensch. Ah, hätte bloß früher geschossen. Guckt euch das an. Kurz vorm Torwart, das wird nie was. Er hat die Chance gehabt zu schießen. Aber er wartet, bis er kurz vom Tor ist. So, Hoffenheim wechselt nochmal aus. Mir scheint, die wollen jetzt offensiv etwas stärker werden. Ist aber kein Problem, weil da ich die Bayern ja spiele, zwar mit Joystick. Aber ich bemühe mich ja schon, dass das mit dem Joystick eigentlich ganz gut klappt. Und Robben schießt zu vorne hin und Pizarro schießt sein zweites Tor. Jawohl. Claudio Pizarro mit dem 3:0 für die Bayern. Ich denke mal, mit dem Ergebnis ist alles gesagt. Bayern wird da nicht mehr irgendwie verlieren dürfen oder können. Vor allem, weil das Tor jetzt in der 78. Minute gefallen ist von Claudio Pizarro. Die Auswechslung hat sich doch gelohnt, dass wir den Pizarro reingeholt haben. Wie ihr sehen könnt, einmal Thomas Müller und zwei Tore von Claudio Pizarro. Ja, wir wollen mal schauen, wie das noch weitergeht. Schaffen wir noch ein 4:0? Ich glaube nicht. Die Hoffenheimer sind gar nicht so schlecht. Das war jetzt echt ein Glückstreffer. So, Hoffenheim weiter mit dem Anstoß. Wir wechseln ihn nochmal aus. Ja, dass da Pfiffel kommt, ist kein Wunder. Hier soll man Schlag reinhauen. So, der war super gemacht von Pizarro. Und Müller läuft. Ah. Naja, ich sage ja, die Hoffenheimer, jetzt sind sie echt offensiv, aber auch defensiv ganz gut aufgestellt. Und ja, jetzt Pizarro mit einem kurzen Einwurf zu ihm rüber, zu Müller. Und Müller läuft zum Tor und schießt. Ja, habt ihr das Tor gesehen, Leute? Thomas Müller ist da unfassbar reingesegelt. Habt ihr das gesehen? Guckt euch das an in der Wiederholung. Einmal die Abgabe und Müller schießt von da und ein Wahnsinnstor. Rechter spitzer Winkel oben. Guckt euch diesen Schuss an. Ich weiß nicht, wo der die Kraft hier holt, der Thomas Müller. Vor allem, wie er auch spielt. So von den Muskeln her ist da nicht viel bei Thomas Müller. Aber er schießt seine Tore und er ist immer da, wenn er gebraucht wird. So, 4:0. Habe ich eigentlich gar nicht gedacht, dass wir das noch schaffen. Da ja Hoffenheim eigentlich gar nicht so schlecht ist. Aber ich glaube, Müller ist auch irgendwann echt mal erschöpft. So, jetzt müsste... Ah, wieso läuft er denn? So, wo schießt du denn hin, Mensch? Ein Robben. Ganz mit nach hinten gelaufen. Versteht noch in der falschen Ecke. Aber ich denke mal, das Spiel ist gegessen. Die Tore sagen alles. Diesmal war der FC Bayern den Hoffenheimern vollkommen überlegen. Auch wenn die ab und zu ganz gut gespielt haben, die Hoffenheimer, ist Bayern ja doch, ja, wie ihr nicht, seht schon, wenn ihr seht, wie die spielen, Leute. Und kaum ist der eine weg, ist der andere wieder da, also Hut ab. Guckt euch das an, jetzt, oh, ein Robben, wollte noch schießen, ja. Spiel ist gegessen, Leute. Bayern hat gewonnen. 4:0 gegen TSG Hoffenheim. Und wie ihr sehen könnt, alle Spieler sind zufrieden und freuen sich. Ich denke mal, der Trainer ist auch total überrascht.
Er hätte wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass die Bayern mit einem 4:0 gegen den Hoffenheimer gewinnen. Ja, wie gesagt, Spiel ist vorbei. Ihr seht jetzt nochmal ein, zwei kleine Ausschnitte und wir sehen uns beim nächsten Mal, das nächste Spiel, was Bayern spielt. Ich werde es wieder aufnehmen, ich werde es ja hochladen. Bis dahin, euer Kung Lao Hoodie. Ciao.